Heute werfen wir mal einen Blick auf meine Top 10 Taschenmesser für den Alltag, allerdings mit feststehender Klinge, also EDC Fixblades. Los geht's! Ich lasse mir ja gerne immer mal wieder was einfallen. Das letzte Mal hatte ich 7 Tage 7 Videos, wo ich jeden Tag ein Video in der gewohnten Qualität rausgehauen habe. Und ich habe mir gedacht, irgendwie letztes Jahr im Oktober, du könntest ja mal wieder irgendwas machen, aber ich wollte jetzt nicht wieder ein paar Videos aneinander rein, die nichts miteinander zu tun haben. Und genau deswegen machen wir jetzt aus dem Video hier eine Videoreihe. Bedeutet, ich zeige euch heute meine Top 10 EDC Fixblades, also Messer mit feststehender Klinge für den Alltag. Und darauf folgend im Zweitagesrhythmus kommt jeweils ein Video mit einer genauen Vorstellung jedes einzelnen Taschenmessers. Bevor wir uns die Messer anschauen, müssen wir allerdings jetzt noch ein paar Sachen vorweg sagen. Also wir müssen ja ein paar Regeln aufstellen. Und wenn wir schon bei Regeln sind, muss ich einmal ganz kurz erwähnen, ja, es gibt ein Gesetz in Deutschland, das dir sagt, welche Art von Taschenmesser du dabei haben darfst und welche Art du nicht dabei da haben darfst. Da will ich jetzt gar nicht zu tief in das Thema eintauchen, das ist der Paragraph 42a. Der verbietet dir, ein Taschenmesser mit dir zu führen, das du mit einer Hand öffnen kannst und das verriegelt. Jetzt ist es so, ein Messer mit feststehender Klinge, solange die Klinge unter 12 cm ist und nicht beidseitig angeschliffen ist, darfst du allerdings bei dir haben. Also man wäre im legalen Bereich mit einem Fixblade für das tägliche Rumschleppzeug. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum in Herrgotts Namen soll ich denn ein Messer mit feststehender Klinge für den Alltag, also als Alltagswerkzeug mit mir rumschleppen, warum denn nicht ein Klappmesser, also ein Folder? Dafür wurden die ja erfunden, damit die in den Hosensack können. Was hat er gesagt? Wo will er es hinstecken? Hosensack, Hosentasche. Ich sage aber jetzt Hosentasche. Also, damit die in die Hosentasche können. Aber es gibt durchaus Gründe, warum man tatsächlich ein Messer mit feststehender Klinge dabei haben sollte. Nummer eins, was ich eben gesagt habe, da alle Messer, die ich zeige, natürlich von der Größe her passen unter 12 cm sind, ist es so, dass du im legalen Bereich bist. Also die Messer fallen nicht unter das Führverbot und du darfst die mit dir führen. Du hast ja das Problem, wenn du irgendwie dir ein schönes Taschenmesser ausgeguckt hast und dann auf einmal darfst du es nicht dabei haben und schon kommst du in Teufels Küche. Das wollen wir ja vermeiden. Also Nummer eins, sie unterliegen nicht dem Führverbot. Dann kommt dazu, dass ein Messer mit feststehender Klinge dir mehr Sicherheit gibt. Das ist tatsächlich so. Du hast das Thema, wenn du jetzt, nehmen wir mal so ein klassisches Schweizer Taschenmesser, wenn du mit dem schnitzt, dann kann dir das passieren, dass das einklappt und da habe ich eine Narbe, Schweizer Taschenmesser eingeklappt, Klassenfahrt, 8. Klasse, da wollte ich was schnitzen und da ist das passiert. Also ein Messer mit feststehender Klinge ist einfach ein sichereres Werkzeug. Was dann noch dazu kommt, du hast keine beweglichen Teile. Also du hast ja bei einem Messer, das einklappt, ein Gelenk. In diesem Gelenk sind manchmal sogar Kugellager drin. Wenn du jetzt irgendwie eine saftige Birne schneidest, dann läuft dir die ganze Siffe da rein, dann musst du das Ding auseinanderbauen, weil es dann pappisch wird. Das hast du alles bei einem Messer mit feststehender Klinge nicht. Das nimmst du kurz unter das Wasser, kannst von mir aus noch ein bisschen Spüli dazu nehmen, Thema durch. Geschirrspüler würde ich jetzt nicht machen, ja, aber das kannst du unter dem Wasser sauber machen. Es ist bei mir auch so, wenn ich ein Messer, ein faltbares Messer dabei habe, ich habe immer noch ein Schweizer Taschenmesser dabei, tatsächlich für Lebensmittel, für den Kleinen. Wenn der mal irgendwie was essen will und einen Apfel essen will, dann schneide ich den normalerweise, wenn ich einen Folder dabei habe, mit dem Schweizer Taschenmesser und mit dem anderen Messer kann ich im Dreck rumstochern und so weiter und so fort. Ja, ich versuche das zu trennen. Allerdings beim Messer mit feststehender Klinge, da ist es so, das hältst du unter das Wasser. Das ist einfach hygienischer. Das kannst du sauber machen. Und da gibt es keine Rillen und Ritzen, wo was reinfließen kann. Ja, also das ist eine hygienischere Lösung. Selbstverständlich habe ich weiterhin auch immer ein Taschenmesser aus der Schweiz dabei. Gar keine Frage, Schweizer Taschenmesser gehört dazu. Was noch dazu kommt, ist, dass das natürlich alles ein Hobby ist. Man mag das Werkzeug Messer. Und wenn man sich noch nie groß mit Fixblades beschäftigt hat, dann eröffnet sich hier wirklich eine komplett neue Welt, in die ich hoffe, euch heute ein kleines bisschen entführen zu können.
Wir müssen natürlich auch ein paar Kriterien aufsetzen, die ein Messer erfüllen muss, um alltagstauglich zu sein. Und ich mache das jetzt nach meinem Augenmerk. Und der allererste Punkt ist die Größe. Wunderschönes Geräusch. Es darf weder zu groß noch zu klein sein. Was meine ich damit? Also es darf nicht so groß sein, dass ich es nicht mehr mit mir rumschleppen kann, ja? Dass es wirklich zu wuchtig ist in der Tasche. Und es darf allerdings auch nicht so klein sein, dass ich damit keinerlei Arbeit mehr verrichten kann. Das wäre ja auch eine Katastrophe. Nummer zwei, es darf nicht bedrohlich aussehen. Ich möchte niemanden erschrecken. Also es darf nicht zu taktisch sein. Es muss wirklich ein ruhiges, angemessenes, zivilisiertes Aussehen haben, sodass niemand Reis ausnimmt, wenn ich mal mein Messer raushole, um irgendein Paket aufzumachen oder mal einen Apfel zu schneiden. Der dritte Punkt, es muss zweckmäßig sein. Es muss den Zweck erfüllen, für den ich es haben möchte. Diese Zwecke können von einem Tag zum anderen variieren. Vielleicht arbeite ich am Auto, dann brauche ich was anderes. Vielleicht bin ich im Wald, da brauche ich was anderes. Aber das Messer muss einen Zweck erfüllen. Und der letzte Punkt, es muss irgendwie transportierbar sein. Also das schönste Taschenmesser bringt mir nichts, wenn ich keine Möglichkeit habe, es irgendwie zu transportieren. Ich zeige euch jetzt die Taschenmesser. Ich bringe die Kamera von oben, da werfen wir einen Blick drauf. Und dann zeige ich euch noch so ein, zwei Tricks, wie man verschiedene Taschenmesser alltagstauglich machen kann, indem man ihnen eine wunderschöne Transportmöglichkeit bietet. Okay, dann schauen wir sie uns mal an, meine Taschenmesser mit feststehender Klinge für den Alltagsgebrauch. Und wir fangen direkt beim allerersten an. Und das ist mein GMF1F. Ich muss mal gucken, wie ich die hinstelle, sodass sie alle draufpassen. Das Ding, ich bringe es euch jetzt erstmal näher. Das Ding ist so genial. Es ist so klein, passt so gut in die Hand. Typisch Jesper Voxnes. Voxnes und Jens Anso. Das Ding ist wirklich ein Ergonomie-Wunder. Das haben die echt drauf. Super Stahl M93, das Ding passt perfekt in die Hand. Ich habe so ein paar Griffschalen dran gemacht, da werden wir dann im entsprechenden Video auch ein bisschen näher drauf eingehen. Und hier machen wir dann eine Langzeit-Review, weil ich es jetzt ja schon wirklich länger habe und sehr oft dabei hatte und sehr oft mit in Gebrauch hatte. Das wäre die Nummer 1. Die Nummer 2 ist was ganz Neues. Ich bringe es mal direkt näher an die Kamera. Und zwar Columbia River Knife and Tool Company. Das Razer. Die Mischung zwischen Razer und Chisel, also Meißel und Messer, Rasiermesser. Eine absolut coole Nummer, sehr klein, passt aber echt top in die Hand. Das Gebimsel ist schon von Haus aus mit dabei. Das Ding macht richtig Spaß und es hat vorne natürlich auch nochmal für einen Pushcut, für einen Druckschnitt nochmal ist es angeschärft. Ja, wir haben hier hinten noch eine kleine Säge, beziehungsweise ist das zum Kabelschneiden gedacht. Das ist ein Messer, das habe ich noch nicht so lang. Das wird jetzt so eher eine Review, eine Kurzzeit-Review, eine, warum ich mich das so begeistert und was das für große Vorteile hat. Wird auch ein interessantes Video. Kommen wir zu Nummer 3. Und Nummer 3 ist wieder Jesper Voxnes. Ich kann es nicht ändern. Es ist das Nesmi Pro. Die Mutter aller Outdoor-Messer, würde der eine sagen. Geschichtlich sehr, sehr, sehr tolle Geschichte bei dem Messer, wo es herkommt und wo es den Namen her hat. Gehen wir auch näher drauf ein. Wunderschön Mikata, aus Kupfer die Hohlnieten, beschichtete Klinge. Passt toll in die Hand. Ist ein Drei-Finger-Messer, allerdings auch Handlage genial. Typisch, was man von Jesper Voxnes erwarten würde. Das ist die Nummer 3. Die Nummer 4, White River M1 Caper. Ein wirklich überraschendes Jagdmesser, eine überraschende Interpretation eines Jagdmessers. In seinem Video erkläre ich dann, warum ich sage Jagdmesser dazu. Es ist ein EDC-Messer in Fixblade, es passt ganz toll in die Hand. Bringt es auch noch mal näher, damit man das Mikata noch mal besser sehen kann. Eine wirklich tolle Geometrie. Hier ist alles abgerundet. Das passt halt wirklich toll in die Hand. Ist super ausbalanciert. Liegt gut in der Hand. Kann man wirklich sehr, sehr schön mitarbeiten. Ist für die Lebensmittelzubereitung,
zum Schnitzen, für jede Aufgabe, die ich in meinem Alltag bewältigen müsste, ist dieses Messer absolut perfekt. Genau wie alle bis jetzt. Kommen wir zur Nummer 5. Und wie können wir über kleine Fixblades für den Alltagsgebrauch sprechen, wenn wir nicht den absoluten Klassiker mit dabei haben? Das Essi Isula. Hier in der Sandversion. In Isula hatte ich schon mal, das habe ich verloren. Das ist ein geniales Teil. Vor allem, da können wir mal über Essi sprechen, wo die herkommen, dass Messer machen eigentlich gar nicht denen ihr Hauptjob ist, sondern dass das eigentlich eine Überlebensschule ist und was für eine DNA diese Messer haben. Also die haben wirklich Expeditionen mit in ihrer DNA. Die Dinger sind praktisch unverwüstlich und wenn sie mal kaputt gehen, haben die eine No-Questions-Asked-Garantie. Das heißt, wir fragen nicht nach, schick uns das kaputte Ding, wir ersetzen dir das. Absolut genial. Essi, eine richtig tolle Firma und ich muss euch eins verraten, weder bin ich Bushcrafter, noch hätte ich einen Nutzen dafür, aber ich habe momentan richtig Bock auf ein Essi 6. Wenn ihr das kennt, das ist ein Messer, das ist ungefähr so groß und da hätte ich irgendwie richtig Bock drauf. Aber Essi, absolut interessant und das Isula gehört natürlich in die Top 10. Wie kann das Isula nicht in die Top 10? Jetzt kommen wir zur Nummer 6. Und es wäre tatsächlich, wenn man in Deutschland lebt, schon fast Blasphemie, dieses Messer nicht mit dabei zu haben. Das AK1, der Zusammenschluss von Böker Daily Knives und dem Designer Alex Krämer. Absolut geniales Messer, egal in welcher Version. Ich liebäugle noch mit einer zweiten. Ich finde, das liegt so toll in der Hand und dieses modulare System, dass du Griffschalen austauschen kannst, dass es unterschiedliche Klingen gibt und so weiter und so fort. Eine absolut geniale Lösung. Also dürfte ich nur eins haben und müsste ich mit diesem einen verschiedene Sachen abdecken, dann hat das AK1 extrem gute Chancen, weil ich kann die Griffschalen austauschen und dann habe ich wieder ein ganz anderes Messer. Ja? Also damit kannst du viele EDC-Rotationen abdecken. Das wäre die Nummer 6. Das AK1, Böker, Daily Knives, Alex Krämer, gigantischer Job. Wie kann man das nicht mögen? Vor allem, wenn man es einmal in der Hand hatte, will man es nicht mehr loslassen. Kommen wir zu Nummer 7. Jetzt brauchen wir natürlich auch mal ein bisschen was Edleres. Ja? Wir haben ja jetzt alles Taschenmesser, die mit einer Jeans toll aussehen, aber wie sieht es mit Chinos und einem Polo aus? Ja, da kann ich jetzt nicht unbedingt das modifizierte Jagdmesser dabei haben. Und dafür haben wir das MKM Makro. Auch ein Jesper Voxnes Design, ziemlich interessant mit dem Choil. Ich habe hier die G10-Version. Gibt es natürlich auch Mikada und gibt es Carbon und so weiter. Und hier geht der Finger rein. Und dann liegt das Ding dermaßen gut in der Hand. Und obwohl das ein eher edleres Messer ist, ein Gentleman Knife, ist das trotzdem etwas, das nicht zu verachten ist. Das ist ein richtig dicker Brocken M93. Mit dem kannst du ordentlich was machen. Es liegt toll in der Hand. Es sieht aber trotzdem noch sehr elegant aus. Und das ist ein Vorteil, den ich bei diesem Messer habe, den wir bis jetzt bei den Messern noch nicht gesehen haben. Weil ich habe in diesen Top 10 natürlich Messer für verschiedene Zwecke dabei. Und das hier ist doch eher was Edleres. Das MKM Makro. Ein absolut interessantes Taschenmesser. Dann kommt jetzt ein uralter Bekannter, den viele noch kennen werden. Und zwar das Brisa Necker. Vielen wird es noch als Enzo Necker bekannt sein. Ich habe nicht rausfinden können, warum da früher Enzo drauf stand. Die Firma war schon immer Brisa. Und was hier interessant ist, ich habe tatsächlich eins mit einem Scandi-Schliff. Und ich finde den Scandi-Schliff tierisch interessant. Nicht nur ist der Scandi-Schliff was Besonderes, also der beißt sich ganz anders ins Holz. Auch hatte ich schon ewig keins mehr und ich wollte unbedingt mal wieder eins haben. Und das Brisa Necker ist wirklich ein ganz, ganz tolles Messer, vor allem mit dem Scandi-Schliff. Und da können wir mal gucken, ob ein Scandi-Schliff für den Alltag überhaupt Sinn macht. Mikata ist ein Bison-Mikata, das heißt, das ist im Endeffekt ein Jute-Mikata, ein Burlap-Mikata, wo dunkles Kunstharz genommen wird, so dass man das Beige noch durchsieht und das Dunkel, also macht eine ganz, ganz tolle Figur. Kommen wir zum nächsten, die Nummer 9. Und jetzt stellt man sich manchmal die Frage, wie sieht es denn aus, wenn ich einen Anzug anhabe? Dann kann ich doch kein Fixblade dabei haben. Doch, kannst du. Es muss nur das richtige Fixblade sein. Und für mich wäre es das MKM Mikro, der kleine Bruder vom Makro. Und
Jetzt denkt man sich, ein 11 cm Messer, was willst du denn damit? Naja, wenn wir jetzt mal schauen, der Choil ist bei beiden gleich groß. Und wenn ich hier mit meinem Finger reingehe, dann habe ich ein Zwei-Finger-Messer. Habe aber trotzdem so viel Kontrolle über dieses Messer, das ist unglaublich. Typisch Jesper Voxnes, das passt hierher, Pinch Grip, Finger oben dran und jetzt kann ich ganz fein damit arbeiten. Beziehungsweise so habe ich einen richtig tollen Griff. Ich habe kein Problem mit diesem kleinen Messerchen zu schnitzen, in den Wald zu gehen und so weiter und so fort. Und wenn ich das damit machen kann, dann kann ich das auch, wenn ich einen Anzug anhabe, mit mir haben, weil das ist wirklich eine Klinge, die nicht zu verachten ist. Das MKM Mikro. Und jetzt kommen wir zu Nummer 10. Das Messer, das eigentlich die Grundidee für diese Videoreihe gebracht hat. Es ist das Benchmade Hidden Canyon Hunter. Für mich ein absoluter Grail. Ich bin froh, dass ich es habe. Ein fantastisches Messer, obwohl es ein Jagdmesser ist. Und hier werden wir im Video tatsächlich mal klären, ob ich denn ein Jagdmesser als Everyday Carry haben kann, ob das überhaupt Sinn macht. Weil Jagdmesser werden ja anders konzipiert. Die werden ja konzipiert mit verschiedenen anderen Hintergedanken. Und Benchmade hatte lange Tradition, was Jagdmesser anbelangt. Aber da kommen wir dann in Ruhe drauf zu sprechen. Sitzt auf jeden Fall super in der Hand. Hier, man kann das sicherlich sehen, ist es nochmal schlanker, es wird nach vorne hin schlanker, sodass ich hier also wirklich einen ganz, ganz tollen Pinch Grip machen kann. Ein richtig, richtig tolles, tolles Messer. Und sind wir mal ehrlich, Holzgriffe beruhigen die Menschen immer. Also wenn du jetzt ein Messer hast mit einem Holzgriff, dann haben die Leute komischerweise keine Panik. Ja? Das ist halt nichts mit taktisch cool und wie auch immer, sondern es ist wirklich ein schönes Jagdmesser, das für den Alltag verwendbar ist. Haben wir ein paar Kandidaten, aber das hier, das wird auch wirklich als Jagdmesser vertrieben. Das ist auch in der Benchmade Handserie. Und da hätten wir sie. Meine 10 Fixblades für den Alltagsgebrauch. Messer mit feststehender Klinge. Und jetzt habe ich vorhin ja gesagt, dass man nicht jedes Messer, das eigentlich für den Alltag geeignet wäre, auch transportieren kann. Das ist ja einer der 4 Gesichtspunkte, die so eine große Rolle spielen. Und da gibt es ein paar Lösungen. Also ich zeige jetzt mal bei ein paar von diesen Messern. Zum Beispiel hast du eine Kydex-Scheide mit dabei. Das wäre dann zum Beispiel hier. Das kommt in einer sogenannten Sandwich-Kydex-Scheide. Und das funktioniert wunderbar. Wenn wir uns mal das Brisan Necker nehmen, das gibt es auch mit Kydex. Allerdings ist es hier so, hier habe ich nochmal einen Ulti-Clip dran gemacht. Was ist ein Ulti-Clip? Ein Ulti-Clip ist dieses Ding hier. Das kannst du an so eine Kydex-Scheide dran machen. Und dann, das kann man sicherlich sehen, dann passt es wunderbar in die Tasche. Es reitet sehr tief in der Tasche. Es guckt wirklich nur dieses Stückchen raus. Und es bleibt auch an seinem Platz. Auch das ist eine tolle Lösung. Jetzt kommt aber nicht jedes Messer mit einer Kydex-Scheide, die zum Beispiel passt. Manchmal kommen die zwar mit einer Scheide, aber die ist so, dass du damit wirklich nicht in der Stadt irgendwie rumlaufen kannst. Das würde furchtbar komisch aussehen. Und da gibt es dann die Lösung, dass man sich eine Custom-Kydex machen lässt, wie hier zum Beispiel, die gar nicht mal so teuer sind. Wenn man jetzt natürlich niemanden kennt, keinen Messermacher oder irgendjemanden, der einem eine Kydex-Scheide machen kann. Ich verlinke euch nochmal Come2You Biwak, da kannst du Custom Kydex bestellen. Was du da allerdings machen musst, du musst mit denen in Kontakt treten, dann schickst du denen dein, wenn du denen sagst, was du haben möchtest, ja, dann schickst du denen dein Messer und dann machen die diese Kydex-Scheide speziell für dein Messer. Das ist eine Maßanfertigung und das ist gar nicht mal so teuer. Also einfach, könnt ihr mal reinschauen und könnt ihr euch mal Gedanken machen, ob das was wäre. Weil somit werden viele Taschenmesser hier tatsächlich alltagstauglich. Jetzt sagt vielleicht jemand, ja, aber das hier sieht ja ganz cool aus mit der Kydex, aber Ulti-Clip ist jetzt nicht ganz meins. Manchmal machen sich Firmen auch Gedanken und bieten direkt eine Kydex-Scheide für das Messer an, an der schon ein Clip dran ist. Genau wie das CRKT hier gemacht hat. Finde ich absolut genial.
sitzt auch super in der Tasche, guckt nicht zu weit raus, perfekt, ist sehr schlank, nimmt wirklich sehr wenig Platz in der Tasche ein, wäre auch eine ganz, ganz tolle Lösung. Hast du nicht bei jedem, aber CRKT macht das. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere von euch, das ist vielleicht ganz cool, Mitch, ja, aber ich bin eher so ein Typ, ich mag Kydex nicht, ich mag Plastik nicht, ich hätte gerne irgendwas aus Leder. Gibt es denn da keine Lösung? Ja, gibt's. Entweder du musst komplett in die Ferne schweifen und dann kriegst du für das Giant Mouse von Oak City Leather Supply sowas hier. Das ist dann, kommt dann zusammen mit diesen Griffschalen und auch hier, das ist eine tolle Lösung, weil da ist ein Clip schon dran und der Dylan macht die kosten so $90 und die sind wirklich speziell für dieses Messer gemacht. Aber das ist ja ein spezieller Formfaktor. Das ist ja schon fast wieder wie eine Kydex, die nur auf ein Messer passt. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Und da haben wir in Deutschland so ein Glück, weil wir haben die Steel & Leather. Ich habe jetzt zwei Stück hier. Ich möchte die auch mal gerne ein bisschen näher bringen. Die schwarze ist eine Handnaht und die braune ist eine Maschinennaht. Beide haben einen Clip und beide reiten schön tief in der Tasche, nehmen wirklich nicht so viel Platz in der Tasche ein. Und wenn wir jetzt mal schauen, was hier alles reinpasst. Ja, das AK1 würde reinpassen. Das Mini Crooked River, sage ich schon falsch, das Hidden Canyon Hunter passt hier rein. Das SCI Isula passt hier rein. Guckt ein Stückchen weiter raus, ihr seht's. Was super noch reinpasst, ist das M1 von White River. Auch ganz toll. Passt richtig gut rein. Selbst das Nesmi Pro passt hier wunderbar rein. Also selbst das ist eine tolle Lösung. Diese Kydex-Scheiden, die sind halt wirklich nur für ein Messer gedacht. Bei denen hier von DP Steel & Leather hast du halt den Vorteil, dass du verschiedene Messer transportieren kannst. Es ist nicht so, dass das jetzt nur die Form dieses Messers annimmt. Ja, das kannst du natürlich auch machen, dass du nur ein Messer hast, das da reinpasst. Probieren wir es nochmal mit dem Brisa. So, auch das eine wunderschöne Kombination. Die Dinger sind so hochwertig verarbeitet, der macht es so toll. Also wenn ihr sowas wirklich noch nicht habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch das mal anzuschauen. Das ist eine geniale Lösung. Du kriegst fast jedes Taschenmesser, vor allem in dieser 16-17 cm Größe, kriegst du alltagstauglich dadurch, dass du sowas verwendest. Jetzt haben wir die Taschenmesser gezeigt und die verschiedenen Möglichkeiten, sie transportierfähig zu machen. Eine Sache müssen wir noch zeigen. Das Makro und das Mikro, die kommen mit ihrer eigenen Lederscheide schon, die dann mit einem Magnet hier versehen sind, sodass das in die Hosentasche kann und dann geht das außen rum und dann hält das Messer hier fest. Beim Mikro ist es so, das Mikro könnte man auch als Neckknife, ich bin nicht so der Neckknife-Typ, aber man könnte es auch als Neckknife tragen. Und beim Mikro ist es so, zack, wunderbar. Hat auch seine eigene Lederscheide. Also ihr seht, viele Firmen machen sich da schon Gedanken. Allerdings auch viele Firmen nicht. Und viele Firmen treffen da manchmal eine falsche Entscheidung. Also du hast teilweise absolut geniale Taschenmesser, wie zum Beispiel das Nesmi Pro. Und du hast das Problem, dass es nicht für den Alltag taugt, weil die mitgelieferte Lederscheide, die ich jetzt gar nicht mehr da habe, die kannst du halt nicht für den Alltag verwenden. Das kannst du nehmen, wenn du in den Busch gehst, aber nicht, wenn du mit der Bahn fährst. Ja. Ich freue mich schon auf jedes einzelne Video, das jetzt kommt. Ich bin jetzt nicht bei jedem Taschenmesser ins Detail gegangen. Hat auch einen Grund. Jedes dieser Taschenmesser bekommt ja auch nochmal sein eigenes Video. Ab übermorgen geht's los, dann im Zweitagesrhythmus, so dass ich dann in dem entsprechenden Video wirklich die Taschenmesser genau unter die Lupe nehmen kann. Die ich schon länger habe, da wird es ein Langzeitreview und die jetzt neu sind, da wird es eher so die Beweggründe, die mich dazu bewegt haben, das Taschenmesser haben zu wollen. Allerdings sind alle Videos ähnlich aufgebaut. Und zwar nehme ich diese vier Aspekte, die ich vorhin genannt habe. Ich betrachte die Messer unter diesen Aspekten. Das heißt, es darf nicht zu groß und nicht zu klein sein. Es
darf nicht bedrohlich aussehen, es muss zweckmäßig sein und es muss irgendwie transportierbar sein, vernünftig transportierbar. Was auch noch ein Thema ist, wo ich lange drüber nachgedacht habe, ist, wie mache ich das? Ich nenne jetzt hier Hersteller, ich werde dann in den Videos auch die Bezugsquellen nennen und ich werde auch sagen, was die gekostet haben. Ich schreibe jetzt einfach in jedes einzelne Video Werbung, dann haben wir keine Missverständnisse und dann ist alles im grünen Bereich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt im ersten Video schon mal klären können, obwohl ich es in jedem Video dann nochmal wiederholen werde. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt wirklich viel zu entdecken und ich würde mich tierisch freuen, dich mit an Bord zu haben. Für die, die schon dabei sind und auch für die, die vielleicht noch kein Abo dagelassen haben. Ich fände es richtig cool, wenn ihr bei der Videoreihe dabei seid. Aber wisst ihr, was ganz wichtig ist? Lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis spätestens übermorgen. Dann ziehen wir das Ding mal durch. 11 Videos in 23 Tagen. Los geht's!